Servus, liebe Wander- und Outdoor- und Bushcraft-Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich habe hier ein Zelt in der Hand. Das ist ein bisschen ungewohnt. Und zwar ist das das Eureka TCOP US Army Zelt. Und ja, warum ich jetzt ein Zelt hier habe, ganz einfach. Ich war ja beim Sascha in Tirol und bin ein bisschen auf den Zeltgeschmack gekommen. Zumindest wollte ich mir mal das anschauen und mal was ausprobieren. Okay, der Sascha hat ja das Hover NX dabei gehabt. Das ist sehr leicht. Wiegt ja fast nichts, noch leichter als mein Biwaksack. Und das kann man von diesem Zelt hier nicht unbedingt behaupten. Ich möchte hier nochmal Danke sagen an Ranger Jack, der mir die Möglichkeit gegeben hat, das mal auszuprobieren. Und ich baue das heute mal auf für euch zum Testen, zum Anschauen. Ja, bleibt einfach dran. So, schauen wir mal, was da zum Vorschein kommt. Zelt selber. Das sind hier die Zeltstangen. Das hier ist ein großes Reparaturkit. Da ist alles drin, was man für die Reparatur benötigt. Sehr großzügig gestaltet. Gehe ich aber jetzt nicht näher drauf ein. Und hier sind die Erdnägel bzw. Heringe. Finde ich auch sehr interessant. Leicht. Finde ich auch für andere Sachen äußerst interessant. Ja, und dann das sehr robuste Zeltmaterial, das Zelt selber. So, wunderbar, das Innenzelt steht bereits. War wirklich ganz einfach, das aufzubauen. Ich habe mich jetzt selber gewundert, ich bin ja sehr zeltunerfahren, aber war eine klasse Geschichte jetzt. So, ja. Also das Innenzelt, ich muss das nicht mal abspannen, wirkt sehr geräumig und der Boden, die Bodenplane total angenehm, irgendwie auch sehr weich. Ja, also Reißverschluss geht hervorragend, hätte ich auch nichts anderes jetzt erwartet von einem Armeezelt. Und wenn ich mich mal da so reinlege, oh, das ist schon Wahnsinn vom Platz her, muss ich schon sagen. Natürlich gibt es auch ein Moskitonetz. Mal schauen, wie man das macht. Okay. Keine Sorge, ich bin gleich wieder da. Schwuppsdiwupps. So hat man sein Moskitonetz. Also man kann das auch einzeln benutzen, eben ja, ohne den Rainfly, also den Regenschutz drüber. Auf der anderen Seite kann man natürlich genauso das Zelt öffnen. Finde ich schon mal nicht schlecht. Ich komme jetzt dann wieder raus hier. Puh, aber ich merke schon, bei dem Wetter ist es ganz schön warm da drin. Ich habe es geschafft. Das Regencover ist drauf, das Rainfly. Ja, das ist Außenzelt sozusagen. Und ja, finde ich echt Wahnsinn. Mega robust vom Material, fühlt sich an wie das British Army Shelter Sheet. Das hat er wahrscheinlich einfach ein Ewigkeitszelt einmal gekauft, für immer gehabt. Natürlich hat es sein Gewicht. Ist kein Leichtgewicht, aber das war das Bascha auch nicht. Tja, muss jeder selber entscheiden. Auf einer Trekkingtour würde ich es eher nicht mitnehmen wollen, aber so für normale, ja, sage ich mal so Winterbiwak oder eben fürs, kannst ja auch ins Auto reinlegen, für den Zeltplatz etc. Also das muss jeder selber entscheiden, wie er das nutzen würde, ob überhaupt und wie auch immer. Tja, also hier kann man das dann aufmachen und zusammenrollen, das Ganze wegrollen sozusagen. Und hier ist dann so eine Gummischlaufe eingehakt. Zack, fertig. Das ist dann diese, wie man so schön sagt, die Apsis. Ja, bietet eine Menge Platz, also im Rucksack geht er leicht drunter, aber auch innen drin ist echt richtig viel Platz. Das ist halt wahrscheinlich ein Zelt für das ganze Leben. Einmal gekauft, immer Spaß daran haben.
Aber ich muss natürlich auch sagen, dass man sich gut überlegen sollte, was man damit machen will. Wenn man natürlich nur auf dem Campingplatz ist mal oder so, dann ist das in Ordnung. Festivals oder sonstiges. Für den Biwak im Winter, das müssen wir noch eingehen. Die Problematik ist halt das Gewicht einfach. Also für eine Trekkingtour würde ich es jetzt wahrscheinlich nicht mitnehmen. Weil man weiß, okay, gezielt, man hat nicht so weit zum Lagerplatz. Vielleicht ins Auto reintun und ja, irgendwo, wenn man halt mal einen schönen Platz sieht und einfach Lust hat, dort zu bleiben. Also ich habe immer gewisse Sachen im Auto, dann kann man da einfach campen oder so. Genau, das würde ich mal von meiner Seite so aussehen, wie das jeder andere macht. Muss jeder für sich selber entscheiden. Ist ja auch Jacke wie Hose, darum geht es ja gar nicht. Ich wollte euch nur mal dieses Zelt zeigen von der US Army. Ist angeblich immer noch im Einsatz, hat aber nicht das aktuelle Tarnmuster, ist dieses Woodland-Tarn. Trotzdem bin ich ziemlich angetan von dieser Sache. Ich glaube, also ich werde auch in die Richtung Zelt ein bisschen abrutschen für gewisse Sachen. Natürlich bleibe ich ansonsten meinem Outdoor-Tarp-System treu, ganz klar. Aber das finde ich sehr interessant. Werde das mit Sicherheit auch mal draußen für eine Übernachtung testen. Heute ist es ja sehr warm, gefühlt 30 Grad und innen drin ist es natürlich auch dementsprechend warm, wenn man so jetzt drin liegt. Was ganz anderes als wie unter dem Tarp, unter dem luftigen. Gut, soll es gewesen sein. Ein Review, wie gesagt, war das nicht. Ich wollte es nochmal eben vorstellen. Dann hoffe ich, hat es euch gefallen, dass ihr einen kleinen Einblick gehabt habt in dieses Zelt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal hier auf meinem Kanal. Wenn ihr noch kein Abo da habt, lasst gerne ein Abo da. Ich freue mich drüber. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Servus. Ciao.